Herzlich willkommen zu unserem Video 11er im April. Es ist schon etwas merkwürdig, hier ganz allein in der St. Georg-Kirche in Büchen-Pötrau zu sein. Aber der Coronavirus zwingt auch uns, bei unserem monatlichen Gottesdienst in moderner Form Abstand zu wahren. So werden alle Elemente einzeln aufgenommen und dann zu einem Ganzen zusammengefügt. Es ist halt eine Ausnahmesituation. Wie in jedem Elber möchte ich zuerst für uns beten. Guter Gott, hab Dank für deine Gegenwart in dieser für viele Menschen schlimmen Zeit. Hab Dank, dass wir trotz allem auch Gutes und Fröhliches erlebt haben. Hab Dank, dass du größer bist als unser Verstand und unser Vorstellungsvermögen. Möge uns dieser Gottesdienst neue Kraft und neuen Mut geben. Amen. Wie verschieden Menschen in einer Ausnahmesituation reagieren, soll das folgende kleine Anspiel zeigen, das auf einem Schiff spielt. Und der Kapitän heißt nicht ohne Hintergedanken Noah. Moin! Tja, Lüt, was ist hier so tacheles? Also, wir sind hier auf Min Schmucken Korn. Und wir sind gerade mal eben losgeschippert, gell? Ich finde das ja gut. Die Ruhe, nix, nur Worte. Ha, herrlich! Und so ein Animationsquatschkram, das giftet hier nicht. Hier müssen die Jungs und deren schon selber sehen, wie sie den Tag rumkriegen. Ja, die Leute sollen mal zur Ruhe kommen. Ist fürchterlich. Die Hektik. Da an Land. Oh, das geht uns allen nicht gut dabei. Glaub mir das. Ich hab mir das schon immer gewünscht. So eine Pause aus dem Alltag. Sogar das Internet funktioniert nicht, wenn man ganz weit draußen ist. Ach, ich brauch das total. Ich muss auch mal an mich denken. Ach, aber ich freue mich auch auf die Zeit mit Niki. Das kommt im Alltag immer viel zu kurz. Nicht wahr? Wir haben jetzt endlich Zeit füreinander. Das wird bestimmt ein super Urlaub. Ich fasse es nicht. Super Urlaub? Hier ist das Internet so langsam, da kann ich mir auch ein Bilderbuch angucken. Ich wäre viel lieber zu Hause geblieben. Ich habe gerade echt keine Zeit. Ich muss das hier noch unbedingt losschicken. So, ich bin Sophie. Ich nehme hier gerade eine kleine Auszeit. Mein derzeitiger Job ist so öde, da muss ich mich unbedingt neu orientieren. Mir reicht's immer nach den Pfeifen der anderen zu tanzen. Ständig nörgelt einer an mir rum, da kann man sich gar nicht richtig selbst verwirklichen.
Jetzt habe ich mir hier so eine kleine Auszeit genommen. Sollen Sie mal sehen, ob die auch ohne mich klarkommen. Ja, geht so. Also ich kann viel schlafen, das Essen ist lecker. Bei Candy Crush bin ich jetzt schon Level 2969. Schnelleres Internet wäre echt cool, aber ist halt so. Meine Mutter und ich, wir gucken viele Filme oder Serien. Ist eigentlich ganz entspannt. Hätte ich gar nicht so erwartet. Also ganz ehrlich, langsam geht mir dieses Nichtstun ganz schön auf die Nerven. Kein Internet, kein Empfang. Immer die gleichen Leute. Und inzwischen habe ich auch alles auf meinem Laptop sortiert, was es zu sortieren gibt. Alle alten Dateien sind auch gelöscht. Aber doch, die frische Luft tut ganz gut. Ich mache morgens jetzt immer Yoga. Das tut richtig gut. Aber ehrlich gesagt komme ich mir hier auch ein bisschen nutzlos vor. Es gibt einfach nichts zu tun. Aber vielleicht habe ich hier ja gleich noch mal ein bisschen Empfang. Aber die von zu Hause haben sich gar nicht gemeldet. Schaffen die das auch etwa ohne mich? Also mir geht es ganz wunderbar. Ich habe so viel Zeit zum Lesen, zum Schlafen. Kein Druck, kein Stress, keine Hektik. So gut erholt habe ich mich lange nicht mehr. Auch die Zeit mit Niki ist wirklich viel entspannter, als ich es mir gedacht hätte. Großartig, herrlich, wirklich. So eine Auszeit kann ich nur jedem empfehlen. Jo. Da sind wir nun eine Woche unterwegs. Ich würde mal sagen, das läuft. Tja, die meisten haben sich dran gewöhnt und sich arrangiert. Ja, ist ja auch nicht mehr so lang. Selbst die Dänen mit den Hummeln im Moos, ha, die kann so für kurze Zeit mal Ruhe geben. Finde ich auf jeden Fall. Muss das nicht der Captain wissen? Der macht das sonst auch immer noch wichtig. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Hoffentlich reicht das Klopapier an Bord. Blödes Internet. Weiß ich ja jetzt auch nicht. Was könnte man dann jetzt tun? Was würden Sie denn tun? Schwierig, schwierig. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Aber da kommt bestimmt bald ein Leuchtturm. Das ist immer ein gutes Omen. In einer längst vergangenen Zeit, als es weder Klopapier noch Telefon gab, weder Internet noch Vorgartenpflege, da begann es zu regnen. Und es hörte erst einmal nicht mehr damit auf. Erst hatten die Leute das Wasser im Keller, dann im Wohnzimmer und schließlich auf dem Dachboden. Nur nicht Noah. Noah hatte nämlich ein Boot und er schipperte ohne Ziel übers Wasser. Das Boot war dicht, oben und unten, nichts kam rein, nichts kam raus. Quarantäne. Draußen war Gefahr und Tod und drinnen war es kuschelig. Zumindest am ersten Tag. Am zweiten war es dann, glaube ich, ganz schön nervig und eng. Und es sollten noch viele Tage folgen. 150 Tage Regenwetter, 150 Tage Homeoffice, 150 Tage mit Frau und Kindern auf engstem Raum. Ach ja, und die Tiere. Himmelhilf. Man liest diese Geschichte in jeder Kinderbibel einfach so weg, aber heute schaue ich mit ganz anderen Augen darauf. Ich habe mir die Geschichte von Noah nochmal genauer angesehen. Und da sind mir einige Punkte aufgefallen, die uns vielleicht auch heute noch etwas sagen können. Erstens, wir sitzen alle im selben Boot. Zweitens, Rettung naht und drittens, Land in Sicht. Erstens. Wir sitzen alle im selben Boot. Häufig wird die Geschichte von Noah ja so erzählt, dass alle Menschen böse waren, nur Noah nicht und darum wird Noah gerettet und alle anderen müssen sterben. Schöne Geschichte.
Wenn man aber genauer hinschaut, ist das nicht so einfach. Als erstes steht da nämlich, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ein Vers weiter steht da, dass Noah ein frommer Mann war, ohne Tadel und dass er mit Gott unterwegs war, aber das steht in keinem direkten Zusammenhang. Später in der Geschichte von Noah zeigt sich dann auch, dass Noah nicht viel besser war als alle anderen Menschen. Ich meine, Gott hätte das ja wissen können. Oder vielmehr wusste er das vielleicht sogar. Gott zeigt sich in der Bibel ja immer wieder als ein Gott, der gnädig ist, aber nicht den Perfekten, sondern denen, die ihr Leben nicht perfekt auf die Kette kriegen. Gott rettet zum Beispiel das Volk Israel, das sich nicht gerade als treu erweist, aber Gott bleibt treu. König David wird zu einem Mörder, aber Gott verheißt ihm ein ewiges Königreich. Der Verfolger der Christen, Paulus, bekommt die Chance, der ganzen Welt von Jesus zu erzählen. Ganz ehrlich, ich glaube sicher nicht, dass Noah gerettet wurde, weil er so ein frommer Mann war. Noah ist am Ende wie wir alle. Noah gehörte zur Risikogruppe. Und das nicht, weil er schon 600 Jahre alt war, sondern weil er keine 150 Tage schwimmen konnte. Und ich glaube, das kann wohl keiner. Okay, ich gebe zu, ich habe nicht gegoogelt. Falls das jemand besser weiß, melde dich gerne. Weiter bei Noah. Die Geschichte von Noah zeigt mir, dass wir Menschen alle zur Risikogruppe gehören. Einem jeden von uns droht der Tod. Wir sind nicht unsterblich und egal, was wir tun, egal welche Hautfarbe oder welche Portemonnaiegröße wir haben, wir bleiben sterblich. Wir sitzen alle im selben Boot und wir sind alle gleichermaßen bedroht. Aber Rettung naht. Gott erweist sich als gnädig und wenn Gott sich gnädig erweist, dann rettet er. Das ist ja erstmal ein schöner Gedanke. Aber für mich beinhaltet er ein großes Aber. Aber, wenn ich nichts tun kann, wenn ich mich auf Gottes Gnade verlassen muss, dann kann ich ja gar nichts tun. Noah sitzt in seiner Arche und er kann nichts tun. Die Bibel beschreibt ziemlich detailliert, wie die Arche aussieht. Tannenholz, Pech, 300 Ellen lang, 3 Stockwerke hoch, aber eine Kommandobrücke gibt es nicht. Und von einem Steuer wird auch nicht berichtet. Das Ding ist zu. Noah sitzt mit seiner Familie drin und er kann an der Gesamtsituation einfach nichts ändern. Er kann die Zeit mit der Familie oder mit den Tieren gestalten, aber dem Großen und Ganzen ist er ausgeliefert. Und das muss quälend sein. Sich auf etwas verlassen zu müssen, ohne selbst etwas tun zu können, das sind wir heute auch gar nicht mehr gewohnt. Ich meine, irgendwas können wir doch immer tun mit all unserer Technik. Wir haben Medizin, Homeoffice oder zumindest Hamsterkäufe. Irgendwas muss man doch tun können, um gerettet zu werden. Die Geschichte von Noah sagt, nein, Gott rettet. Und ich ganz ehrlich, ich glaube, dass unsere Medizin und unsere Technik gut und wichtig sind. Aber am Ende gestalten wir damit immer nur unsere Zeit im Boot. An der grundlegenden Situation ändern wir gar nichts. Wir bleiben die Risikogruppe Mensch. Und das heißt dann aber, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen. Denn wer nichts tun kann, der kann eigentlich nur noch hoffen. Aber es gibt auch einen Grund zu hoffen. Gott handelt nämlich nicht willkürlich, sondern bindet sich an uns. Gott, der Schöpfer des Universums, hätte es tatsächlich nicht nötig, aber er setzt sich selber Regeln, an die er sich hält. Als Noah die Krise überwunden hat, als er das erste Mal wieder festen Boden unter den Füßen hat, da spricht Gott zu ihm, ich will nie wieder, dass so etwas passiert. Ich werde nie wieder das Menschengeschlecht ausrotten. Und dann, zack, Unterschrift und Siegel drauf, für Gott gilt es. Es ist ein Siegel drauf, nie wieder. Gott hat einen Bund geschlossen und daran hält er sich. Statt Leid zu schicken, leidet er eher mit. In Jesus hat er den Schrecken der Welt am eigenen Leib erlebt. Aber in Jesus hat er auch einen weiteren Bund mit uns aufgerichtet. Gott hat sich noch weiter, noch enger an uns gebunden. Statt Regenbogen gibt es Leib und Blut Christi. Und darin feiern wir, dass Gott rettet und dass es eine Hoffnung gibt. Eine Hoffnung auf ein Leben, dessen Ende nicht der Tod ist. Ein Leben, das nicht von Krankheit, von einem Autounfall oder von sonst was bestimmt ist und schon gar nicht von einem Virus, das sich auch noch höhnisch mit einer Krone schmückt. Der Kerl mit Dornenkrone, der hat den Tod besiegt, um dich zu retten. Und wenn du das glaubst und gerettet werden willst, dann wirst du auf jeden Fall gerettet. Das ist der Bund. Unterschrift und Siegel drauf. Vielleicht rettet Gott am Ende alle Menschen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es sehr. Ich bin aber sicher, dass Gott mich retten wird, weil ich gerettet werden möchte. Und ich kann mich auf seinen Bund berufen. Meine Hoffnung hat ein Fundament. Ich kann ganz begründet hoffen. Jesus ist wie so ein Leuchtturm am Ende vom Horizont und zeigt uns an, dass Land in Sicht ist.
Wir sind in unseren Booten noch eingesperrt und können nur hoffen. Ich möchte aber einen Schritt weitergehen und erwarten. Ich erwarte ein Ende der Krise. Ich erwarte ein Ende aller Krisen. Ich erwarte ein Ende von Einsamkeit, ein Ende von Arbeitsstress, ein Ende von Angst. Ich erwarte ein Ende der Welt, so wie sie ist, und ich erwarte eine neue Welt, die in Gottes Licht strahlt. Das, was heute vielleicht nur ein Leuchtturm ist, und um uns zu zeigen, dass Land in Sicht ist, das wird irgendwann die ganze Welt erleuchten. Das ist meine Hoffnung. Amen. Ausnahmesituationen legen aber auch ganz viele positive Energien frei. Dass unserem medizinischen Personal das Wasser bis zum Hals steht, das sieht man ja jeden Tag in den Nachrichten. Dr. Kirsten Bolognino aus unserer Kirchengemeinde ist Ärztin im Gesundheitsamt und engagiert sich im Gemeindekreis Mütter in Kontakt. Und diese Gruppe hat sich entschlossen, die Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitsamt zu unterstützen. In einem kleinen Interview erzählt Kirsten Bolognino, wie diese Aktion angekommen ist. Da rufen wir jeden Tag an und fragen, wie es ihnen geht. Und wenn es irgendwie knifflig wird, dass sie wirklich krank werden, dann kriegen sie einen Abstrich, um nochmal zu gucken, wie es ist, oder wenn es ihnen schlecht geht und wir wissen, sie haben Vorerkrankungen, dann kann es auch passieren, dass wir sagen, gehen Sie lieber in die Klinik,
und bleiben Sie sicherheitshalber da, weil wir haben festgestellt, dass wenn irgendwie was passiert, dass es dann auch relativ schnell ganz schlimm werden kann. Mhm. Also du sitzt den ganzen Tag und sortierst und haust um, telefonierst mit Leuten, sagst ihnen, dass sie krank sind und dass du nicht weißt, wie es weitergeht, aber sie dürfen nicht mehr aus zu Hause weg und sie dürfen auch niemanden mehr treffen. Sie müssen sich in der Wohnung von ihren eigenen Familie trennen, sie dürfen nicht mehr zu den gleichen Zeiten in die Küche, zu gleichen Zeiten ins Bad. Und das 2 Wochen lang. Und das macht was mit Leuten. Und wenn du diese schlechten Nachrichten immer überbringst, dann brauchst du tierisch viel Kraft, um selber ein bisschen da noch sie abholen zu können. Wir haben jetzt auch den ersten Todesfall gehabt in Hamburg. Ein Mann von 52 Jahren mit der Familie. Habe ich dann auch Kontakt aufgenommen und das ist schon ganz schön bitter mit der Familie und da hängt halt dann eine ganze Menge dran. Das ist nicht ganz rund. Naja, sie gibt nicht nur Präsente, sondern irgendwie hat, ich weiß ja nicht, wodurch es gekommen ist, aber es ist so, dass die tatsächlich jeden Tag irgendwie so ein Care-Paket hier vor der Tür steht und irgendwie mit ganz viel liebevoll eingepackten, gekochten Sachen. Und man muss sich vorstellen, wir sind ja alle ziemlich K.O. mittlerweile, weil wir tatsächlich jeden Tag 12 bis 14 Stunden durcharbeiten und jetzt, ich glaube, das 3. oder 4. Wochenende kein Frei mehr gehabt haben. Diese Karten und dieses Essen und die Süßigkeiten und alles, was so in diesen Care-Paketen in Anführungsstrichen drin ist, das führt tatsächlich dazu, also als ich das erste Mal mitgebracht habe und da stand auch Danke für euren Einsatz, da haben die echt alle da völlig berührt, da irgendwie gesagt im Motto, wie kann es sein, dass Menschen uns so unterstützen und dass sie wahrgenommen werden? Ja, man macht sie nicht nur glücklich, sondern man gibt dem, was die tun, einen Sinn. Die haben so viel Menschen, so viel Mut und so viel Kraft gegeben und dafür kann ich gar nicht genug danken und ich bin Gott so dankbar, dass es diese Gruppe gibt und dass es diese Gemeinde gibt und ja. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, in dieser für uns so seltsamen Zeit bitten wir dich, behüte uns. Gib uns den langen Atem, den wir brauchen. Und schenke Glaube und Hoffnung, um auch jetzt mutig nach vorn zu schauen. Schenke Liebe und Beziehung, nach der wir uns derzeit so sehnen. So vieles bewegt uns, was gar nicht in ein Gebet passt. Und darum beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Gottes Segen.